Hallo David. Ja, David, du bist ja eingefleischter Flames of War-Spieler. Was machst du hier auf einem Behind Omaha-Turnier, wo es hier eines in 1:72 gibt? Was hat dich hierher geführt? Prinzipiell wollte ich mir das mal angucken, weil es ist relativ simpel, schnell, blutig. Da kann man natürlich dann einfach mal ohne groß also größere Taktiken zu verfolgen wie bei Flames of War einfach mal spielen und einen schönen Tag haben. Okay. Du sagst, es ist blutig. Ist es blutiger als Flames of War? Es ist blutiger als Flames of War, ja. Also man stirbt relativ schnell im Offenen. Okay. Ja. Gerade Infanterie ist wesentlich anfälliger als bei Flames of War. Ah. Jetzt kristallisiert sich langsam heraus, dass du hier als Turniersieger hervorgehst. Du hast die Punkte immer gleich tausenderweise eingesackt und die Gegner geplättet. Kann man sagen, Flames of War ist ein gutes Training, um Behind Omaha zu spielen? Oh, wahrscheinlich eher nicht. Also es unterscheidet sich schon sehr stark. Okay. Und ich finde, Behind Omaha ist halt schön direkt aufeinander zu und versuchen, an einem Punkt durchzubrechen und den Gegner so dahingehend so blockieren, dass er selber nicht mehr richtig agieren kann. Und das ist relativ offensiv eigentlich. Okay. Was hat dir von den Szenarien hier, die du gespielt hast, am besten gefallen? Die Ardennen-Offensive hat mir sehr gut gefallen, wobei Berlin auch sehr schön war. Mhm. Also Berlin war cool mit dem Panther, mit dem Pantherturm. Die waren schön und die Ardennen-Offensive gut. Die war richtig blutig. Ja, mit dem Königstiger drauf losholzen, ne? Da geht schon ja, was. Der war relativ schnell dann immobilisiert und hat nicht mehr wirklich viele Ziele gehabt. Okay. Und zwei Bazookas haben vom Flo ihn einfach mal immobilisiert. Okay. Welches Szenario hat jetzt heute überhaupt nicht gerockt? So aus deiner Sicht? Gut gerockt. Ich habe damals hier zum letzten Spiel gemacht. Das, die Schelde? Ich denke, dass es aber zu groß ist an sich. Also für die Einheiten, die dabei sind, denke ich, dass es ein bisschen zu groß ist. Mhm. Man braucht zu lange, um wirklich effektiv aufeinander loszugehen. Aha. Aber hat trotzdem Spaß gemacht, war schön. Ja, schön. Das ist cool. Gut. Wenn du dir was fürs nächste Mal wünschen würdest, was wäre das? Dass ich mehr Zeit hätte. Okay, hey, das wäre mal so. Zum Grillen bleiben kann. Ja. Ja, du bist ja jetzt nicht der einzige Spieler, der vom Spieleclub Asgard Aschaffenburg hierher gekommen ist. Meinst du, der Behind Omaha-Virus könnte auch noch andere anstecken? Ja, also es hat auf jeden Fall schon ein paar Leute gegeben, die gefragt haben, was das ist und ob man das mal spielen könnte. Mhm. Also gerade ein paar ehemalige Flames of War-Spieler bzw. relativ inaktive Flames of War-Spieler hätten da Lust drauf, weil es denen halt inzwischen ein bisschen zu aufwendig ist. Und da kommt Behind Omaha natürlich. Okay. Das heißt, unsere Demospiele bei den Asgards haben gewirkt? Ja, auf jeden Fall. Super. Das freut mich. Ich werde mir wahrscheinlich auch demnächst was holen. Cool. Ja, demnächst vor allem mal ein Steak. Die sind ja bald fertig. Dann danke ich dir für deine Worte, lieber David, und bis auf bald. Danke. Moinsen Männers. Wenn ihr noch mehr Veranstaltungsvideos von Plasti, Sturmi und Don Color gucken wollt, dann jetzt den Kanal abonnieren. Müsst ihr hier auf die rote Taste draufklicken.